Ich freue mich ganz besonders, Ihnen im Folgenden die Mannfilter-Innenraumfilter-Kampagne vorstellen zu dürfen, welche wir im März diesen Jahres gestartet haben, indem wir an alle Werkstätten ein Mailing ausgesendet haben, wo wir ein Werbepaket beworben haben, welches aktiv bestellt werden kann auf der Aktionsseite www.befreit-durchatmen.de. Was heißt das? Es heißt konkret, dass die Werkstatt damit die Möglichkeit hat, im Dialog zum Endverbraucher, zum Autofahrer, diese Verkaufshilfen zu nutzen, um das Thema Innenraumfiltration und den regelmäßigen Innenraumfilterwechsel zu thematisieren. Im Folgenden möchte ich Ihnen nochmal zeigen, welche Bestandteile da konkret dazugehören. Da haben wir zum einen Plakate für den Verkaufsraum, wie auch einen Thekenaufsteller mit dem passend dazugehörigen Infoflyer. Des Weiteren haben wir eine Thekenmatte hier im Bild, welche auch für die Infotheke des Verkaufsraums gedacht ist, sodass auch da der Autofahrer direkt auf das Thema Innenraumfiltration angesprochen wird. Passend zum Frühjahr natürlich auch für alle Asthmatiker das richtige Hilfsmittel, Tempotaschentücher mit dem passenden Slogan "Jetzt Innenraumfilter wechseln und befreit durchatmen". Das ist auch die zentrale Botschaft der Kampagne, wo zum Thema Pollen im Auto korrespondiert. Des Weiteren sind darin enthalten in dem Paket Lüftungsanhänger, welche wir hier sehen und dazu geeignet sind, dass der Autofahrer nach dem Service auch im Fahrgastraum letztendlich die Botschaft von Mannfilter sieht mit einem kleinen Tic-Tac für den frischen Atem. Abgerundet wird die Aktion, und das ist mein persönliches Highlight, durch die Mannfilter-Innenraumfiltertüte, welche die Werkstatt dazu nutzen kann, den verschmutzten Filter in die Tüte zu stecken und so dem Autofahrer zu zeigen, dass wirklich der Wechsel nötig war. Denn wenn man mal so einen Filter gesehen hat nach 4-5 Jahren mit den ganzen Schmutzpartikeln, mit vielleicht sogar Schimmel enthalten, dann ist das sicherlich das schlagendste Argument für den regelmäßigen Filterwechsel.